Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Ich hab mal nachgedacht, sagt das Känguru. Hört, hört, sag ich. Glaubst du an Schulden? Hä? Fragst du mich, ob es Schulden gibt? Natürlich, alle haben Schulden. Ob ich dran glaube oder nicht, ist doch irrelevant. Nee, ganz im Gegenteil, sagt das Känguru. Das ist irrelevant. Schulden sind ja nichts Reales, also weißt du, wie ein Haus oder eine Käsestulle, sondern sind ja nur eine Absprache, sind nur im Kopf, verstehst du? Hm. Guck, sagt das Känguru. Ich schulde dir noch 4,95 Euro. Für die Wasserpistole, die Science-Fiction-Geräusche macht? Ja, für die Wasserpistole, die Science-Fiction-Geräusche macht. Piu, piu, piu! Imitiere ich einem seltsamen Impuls folgend die Geräusche. Jetzt tun wir beide einfach so, als würde ich dir nichts schulden, sagt das Känguru. Und piu, 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 jetzt schulde ich dir nichts mehr. Ein paar Sekunden blicke ich stumm das Känguru an. Aha, sag ich. Schulden sind ein bisschen wie Gott, sagt das Känguru. Wenn man nicht dran glaubt, muss man sie nicht fürchten. Nochmal zum Mitschreiben, sag ich. Du behauptest jetzt also, dass du mir gar keine 4,95 schuldest. Genau, sagt das Känguru. Und wenn jetzt zum Beispiel alle so tun würden, als hätte Berlin keine Schulden mehr, dann hätte Berlin auch keine Schulden mehr. Ja, sage ich. Aber warum sollten das die Gläubiger tun? Das ist das Schöne daran, sagt das Känguru. Es reicht, wenn es die Schuldner tun. Wenn sich die alle einig sind, das wären dann nämlich ungefähr 99,9% der Weltbevölkerung, könnten die Gläubiger kommen und sagen, ey, ihr habt Schulden bei uns. Und wir stellen uns einfach dumm und sagen, weiß ich jetzt nichts von. Hm, sag ich. Jetzt stell dir vor, wenn einfach alle so tun würden, als hätte keiner mehr Schulden, dann gäbe es keine Schulden mehr. Das ist doch irre. Dann lässt man die Leute verhungern und erfrieren, aber nicht, weil es an Häusern oder Käsestullen mangelt, sondern nur wegen Hirngespinsten. Ja, aber wenn man deinen Vorschlag in die Tat umsetzt, dann würde, glaube ich, das ganze Weltwirtschaftssystem zusammenbrechen, sage ich. Umso besser, sagt das Känguru. Taugt eh nix. It's Fritz.